Hey, schön, dass du wieder da bist. Heute soll es darum gehen, warum Männer Frauen hassen und was meine Meinung zu diesem ganzen Thema ist. Ich bin immer viel in Gruppen unterwegs, in Gruppen auf Facebook, habe da auch eigene Gruppen, die ich betreibe, aber arbeite ja auch regelmäßig und viel mit Männern zusammen und merke dabei immer, dass so ein gewisser aktuell Hass auch auf Frauen viel da ist von Männern. Was bestimmt auch daran liegt, dass manche Männer eben nicht den Erfolg mit Frauen hatten, den sie sich wünschen. Aber es gibt da so einige Punkte, die hassen Männer an Frauen. Und was das für Punkte sind, darüber will ich heute mal reden und will mal meine Meinung dazu abgeben. Will dir mal erklären, wie ich zu diesen Punkten stehe. Einer der häufigsten Punkte, die ich immer wieder höre, Thema Hass auf Frauen, ist der Punkt, dass Frauen nur auf Äußerlichkeiten schauen, Frauen nicht auf den richtigen Charakter schauen, Frauen den Mann nicht so nehmen, wie er ist, sondern Frauen eher nach Sachen wie Geld oder Aussehen schauen. Das ist so ein häufiger Kritikpunkt. Ja, ich bin doch ein toller Mann, aber keine Frau erkennt das. Oder ja, die Frau ist immer nur mit Arschlöchern oder gut aussehenden Männern unterwegs und die erzählt immer nur, dass sie irgendwie einen tollen Mann haben möchte, aber eigentlich geht es ihr nur darum. Das ist einer der häufigsten Gründe, der häufigsten Beschwerden von Männern über Frauen. Einer der häufigsten Gründe, warum Männer Frauen hassen. Und dazu will ich sagen, ich sehe das folgendermaßen. Die Frau folgt natürlich auch erstmal nur ihrem genetischen Code, indem sie sich halt auf lange Sicht gesehen den Mann suchen möchte, der die besten Chancen auf ein gutes und produktives Überleben ihr sichert. Das ist ganz logisch, das machst du als Mann nicht anders. Von daher handelt die Frau in diesem Moment eigentlich nur evolutionsbiologisch. Ich persönlich finde es sehr gut, dass die Frau auch viel auf Dinge wie Status und sowas schaut. Also das ist auch nicht aktiv, was die Frau macht, sondern die Frau schaut viel auf Status. Genetisch bedingt, evolutionstechnisch bedingt. Ich finde das ganz gut, weil Frauen fordern uns dadurch immer so ein bisschen heraus, die beste Version unserer selbst zu werden. Deswegen testen dich Frauen. Deswegen machen Frauen diese Shit-Tests, um zu sehen, welchen Mann sie denn da an ihrer Seite haben oder wer dieser Mann ist, der da vor ihnen steht oder sitzt. Und deswegen finde ich sehr gut, weil Frauen uns nicht erlauben, uns in unserer Mittelmäßigkeit auszuruhen. Also wenn du mal mit einer Frau zusammen warst und am Anfang der Beziehung oder vor der Beziehung hast du Gas gegeben, du hast dein Leben in die Hand genommen, du warst dabei, sagen wir mal, auch sozial aufzusteigen, indem du dich darum gekümmert hast, mehr Freunde, coolere Freunde, bessere Freunde, einen besseren Job, besseren Körper, bessere Gesundheit, dass du da aufgestiegen bist und die Frau fand das toll und dann kommst du in die Beziehung und du fängst an rumzufaulenzen, wie viele Männer das machen, und ruhst dich sozusagen auf den Lorbeeren aus, denn hey, jetzt hast du ja all das gemacht, um die Frau zu bekommen. Jetzt kannst du ja wieder damit aufhören. Und dann passiert es oft, dass die Frau anfängt, dich öfter zu shit-testen und sich auch eventuell von dir zu trennen, wenn du aufhörst, an dir zu arbeiten. Und dann fallen Männer oft in diese Schiene: Hey, Frauen wollen dich nur als Mann, wenn du perfekt bist. Frauen wollen dich nur als Mann, wenn du an dir arbeitest, wenn du auf solche Dinge wie Status, Aussehen und so weiter achtest, wenn du Geld verdienst. Und bis zu einem gewissen Punkt stimmt das. Die Frauen lassen dir, also eine gute Frau lässt dir deine Mittelmäßigkeiten nicht durchgehen. Und das finde ich sehr wertvoll. Denn das ist auch das, was ich gerne von meinen persönlichen Freunden hätte, dass sie mich darauf anstoßen, wenn ich rumfaulenze, wenn ich nicht mein Bestes gebe. Ich möchte auch, dass meine männlichen Freunde mir das kommunizieren. Und deswegen freue ich mich auch, wenn meine Frau mir das kommuniziert. Nur die Frau macht das nochmal auf ganz andere Art und Weise und ist unter Umständen dann auch weg. Wir Männer haben immer so ein bisschen die Idee, die Frau und die unendliche Liebe und sie ist treu und sie steht zu mir. Und sind dann sehr enttäuscht oder sehr desillusioniert, wenn die Frau dann geht, weil du dich mal eine Zeit lang um nichts gekümmert hast. Das desillusioniert uns. Und eine wirklich gute Frau geht auch nicht sofort, wenn du dich nicht um nichts kümmerst, sondern erst nach einer längeren Zeit. Das will ich dazu sagen. Aber die Frauen halten uns eben dazu an, die beste Version unserer selbst zu sein und daran zu arbeiten, die beste Version unserer selbst zu werden. Und das finde ich sehr positiv. Ich als Mann habe auch diesen Anspruch an mich selber. Ich langweile mich tatsächlich, wenn ich auf einem Punkt stehen bleibe. Ich mag das nicht. So, ich kann mich gerne mal ausruhen für eine Zeit,
aber dann möchte ich auch irgendwie auf irgendeiner Ebene mich weiterentwickeln. Ich lese unglaublich viel, ich sammle unglaublich gerne und unglaublich viel Wissen an, das ist total mein Ding. Sportlich gesehen, fitnessmäßig gesehen entwickle ich mich gerne weiter, persönlich entwickle ich mich gerne weiter, meine Karriere entwickle ich gerne weiter. Das macht mir einfach auch Spaß, mir macht es Spaß, da mit anderen Männern in Konkurrenz zu treten, mir macht es Spaß, da auch mit mir selbst in Konkurrenz zu treten. Und darauf stichelt einen die Frau natürlich auch immer wieder hin. Klar gibt es auch Frauen, die das nicht so sehr interessiert, aber die meisten sind da ganz natürlich hingezogen in diese Richtung. Und deswegen finde ich diese Sache sehr positiv, wo viele Männer diese Sache einfach hassen an der Frau, weil sie sich gerne ausruhen möchten, weil sie sich gerne aufs Sofa setzen möchten und Netflix und Chill machen möchten. Sie möchten sich nicht verändern, sie möchten ihr altes Ich bleiben und trotzdem Frauen bekommen. Sie möchten nichts dafür tun, ihr Leben zu verbessern. Sie möchten nichts dafür tun, die tolle Frau zu bekommen. Und es gibt tatsächlich Leute da draußen, es gibt ja Verführungskünstler da draußen, die dir halt erzählen, hey, du kannst der krasseste Couch-Potato sein, du kannst auf deiner Couch rumhocken und du kannst trotzdem irgendwelche Models verführen. Natürlich geht das nicht. Offensichtlich geht das nicht. Die Models haben natürlich ganz andere Ansprüche an einen Mann. Ne? So wie ein erfolgreicher Mann ganz andere Ansprüche an eine Frau hat. Er würde sich ja auch nicht mit einer Hartz-IV-Empfängerin auf Dauer zusammentun. Und deswegen ist das schon mal eine sehr, sehr positive Sache. Ich erlebe sowieso immer sehr viel Hass den Frauen gegenüber, weil die Frau uns nicht die Form von Liebe geben kann, die wir Männer von den Frauen erwarten. Die Liebe, die eine Frau geben kann, ist oft sehr konditional, also nicht bedingungslos, sondern schon mit Bedingungen verbunden und immer viel mit diesen Bedingungen verbunden, von denen wir eben geredet haben. Dass du als Mann einfach jemand bist, der in dieser Welt rockt oder der daran arbeitet, in dieser Welt zu rocken, was zu bewegen, der allgemeinen Purpose, eine Bestimmung hat in dieser Welt, der er folgt und die optimalerweise auch dafür sorgt, dass er und seine Frau, die Frau an seiner Seite, in Status und allen anderen Sachen weiter sich nach oben entwickeln. Und ja, wenn du ein Mann bist, der sich überhaupt nicht mit diesen Sachen identifizieren kann, dann kann es sein, dass es so ein bisschen schwerer bei Frauen hast. Nicht bei allen Frauen, aber bei Frauen im Allgemeinen, denn das sind solche Sachen, sowas wie Status und so, das sind solche Sachen, die sind sehr ursprünglich. Und die wecken bei Frauen sehr einfach Anziehung. So läuft das. Und ich verstehe, dass manche Männer das irgendwie mit Hass erfüllt, weil sie irgendwie diese seltsame Vorstellung hätten, Liebe wäre bedingungslos. Schön wäre es, wenn die Liebe bedingungslos ist, aber das ist sie nicht. Und das ist sie auch nicht von der anderen Seite auch aus. Auch Männer haben nicht diese bedingungslose Liebe. Ja, wenn du von deiner Frau zum Beispiel keinen Sex mehr bekommst oder ihr gar keinen Sex mehr habt, dann wirst du auch irgendwann grantig, dann hast du keinen Bock mehr und bist angepisst. Man muss sich mit der Tatsache so ein bisschen abfinden, dass die meisten Liebesbeziehungen nicht komplett bedingungslos sind und schon gar nicht von Seiten der Frau aus. Und wenn man mit diesem Fakt in Ordnung ist und versteht, dass die Frau dich immer herausfordert, die beste Version deiner selbst zu sein, dann kannst du die Frau an deiner Seite dafür nutzen, um ein sehr geiles Leben zu führen, für dich und für sie. Und dann gibt es meiner Meinung nach auch gar keinen Grund, die Frau zu hassen für das, was sie ist. Man muss nur diese falschen Vorstellungen abwerfen. Ja, man muss diese Vorstellung abwerfen, dass wenn du eine Frau gefunden hast und ihr seid ineinander verliebt, dass sie dich dann für die Person liebt, die du bist. Ja, sie liebt dich für die Person, die du bist, aber für die Person, die du warst, als sie dich kennengelernt hat. Wenn du dann im Laufe der Beziehung anfängst, nichts mehr zu tun, dich auf deinen Sachen auszuruhen, dann wird sie dich nicht mehr für diese Person lieben, die du dann bist. Es gibt diesen Spruch, Frauen heiraten nicht den Mann, Frauen heiraten den Lebensstil, den Lifestyle des Mannes. Und bis zu einem gewissen Punkt ist da auch etwas dran. Ja, bis zu einem gewissen Punkt heiratet dich die Frau oder steht die Frau auch auf dich wegen deines Lifestyles. Das ist ja auch der Grund, warum ich mit meinen Coaching-Teilnehmern immer nicht nur Flirt mache, sondern wir das gesamte Leben aufs nächste Level bringen, das gesamte Leben des Mannes verbessern. Nicht nur wegen der Frau, nicht nur mit dem Hintergedanken, oh, jetzt kann ich geilere Frauen bekommen. Natürlich profitierst auch du davon, wenn dein Leben geiler ist, weil du dich einfach besser fühlst. Das Leben ist für dich einfacher, du fühlst dich erfüllter. Denn als Mann, und das kannst du mir glauben, aus meiner eigenen Erfahrung als Mann, aber auch aus meiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit vielen Männern, als Mann bist du auch meistens dann am glücklichsten, wenn du in der Welt was bewegst, wenn du deine Fähigkeiten als Mann einsetzt, um in der Welt voranzukommen, wenn du deine Fähigkeiten als Mann trainierst. Ja, wenn du den ganzen Tag nur
rumsitzt und immer in deiner Komfortzone bleibst, immer in deinem bekannten Kreis, in deiner gewohnten Umgebung bleibst, dann wird es für die meisten Männer sehr schnell langweilig. Und dann wird es für diese Frauen auch schnell langweilig mit diesen Männern. Wenn du also ein Mann bist, der daran interessiert ist, immer die beste Version seiner selbst zu sein und zu werden, was nicht bedeutet, dass du dich jetzt rumhetzen musst. Das heißt nicht, dass du hassen musst, wer du gerade bist, sondern dass du sagst, hey, cool, ich bin auf dem Level, habe was getan dafür, hinzukommen. Und jetzt geht es mir darum, einfach noch zu gucken, wie weit kann ich noch kommen, wie weit kann sich das Ganze noch weiterentwickeln. Nicht mit Stress, sondern mit geduldigem Dranbleiben. Und wenn du so eine Art von Mann bist, dann heißt du es auch willkommen, wenn eine Frau dich herausfordert. Dann gibt es auch nicht den Hass gegenüber diesen Frauen. Hass gegenüber Frauen entsteht in Männern meist dann, wenn sie falsche Erwartungen an die Frau haben, wenn sie davon ausgehen, die Frau würde sie lieben für die Person, die sie sind, egal was sie sind, wenn sie denken, sie hätten einfach per Fingerschnips eine Frau verdient, einfach weil sie der sind, der sie sind. So läuft es meistens nicht da draußen in dieser Gesellschaft auf dem Datingmarkt. So ist es einfach nicht. Vielleicht ist es in einer optimalen Welt so, aber in dieser Welt, in der wir leben, ist das nicht so. Hier in dieser Welt, in der wir leben, sind Beziehung und Liebe auch sehr konditional, sehr mit Bedingungen verknüpft, auch wenn das natürlich nicht offen so ausgesprochen wird. Ja, wenn du das eine Frau fragst, wird sie das nicht genauso kommunizieren, weil du wirst halt, also diese Gesellschaft erkennt es nicht an, wenn man das so kommuniziert. Die Gesellschaft beruht auf diesem Prinzip, aber niemand spricht darüber. Die Leute sprechen nicht darüber. Wenn du als Frau über sowas sprichst, dann wirst du negativ bewertet von der Gesellschaft. Deswegen spricht die Frau das nicht offen aus, aber es ist so. Danach handeln die Frauen. Und jeder Mann, der ein bisschen Ahnung mit Frauen hat, weiß das auch. Und wenn du mit dieser Tatsache in Ordnung sein kannst, wenn du mit dieser Tatsache in Ordnung bist, dann gibt es keinen Grund, Hass auf Frauen zu haben. Denn Hass auf Frauen bringt dich auch an keinen produktiven Punkt und bringt dich auch überhaupt nicht weiter. Deswegen wertschätze es lieber, dass die Frauen keine Mittelmäßigkeit mit dir als Mann dulden, denn das sorgt dafür, dass du dich als Mann optimal weiterentwickelst. Das ist ungefähr so, als wenn du dich in eine Umgebung von Männern begibst, die auf irgendeinem Weg, auf dem du bist, vor dir sind, über dir sind. Leute, die mehr Erfahrung im Flirten haben, Leute, die mehr Erfahrung im Business haben, Leute, die mehr Erfahrung mit Fitness haben oder was auch immer, Finanzen. Wenn du dich zu diesen Leuten begibst, und dann einfach nur, weil du in deren Umgebung bist, wirst du besser, verbesserst du dich. So kann auch eine Frau wirken, die deine Mittelmäßigkeit nicht akzeptiert. Ja, sie wird dir immer diese Liebe geben, diese Anerkennung, diesen guten Sex, wenn du auf dem Weg zu einem besseren Mann bist. Dann wirst du das von der Frau meistens in Hülle und Fülle bekommen. Wenn noch ein paar andere Sachen mitspielen. Wenn du dich zu einem krassen Mann entwickelst und sie dabei die ganze Zeit ignorierst, dann funktioniert das auch nicht. Aber wenn du auf diesem Weg bist, dann wirst du all das bekommen, was du von einer Frau als Mann bekommen möchtest, was wir uns vorstellen unter einer Beziehung und unter Liebe. Aber sobald das aufhört, kann das schwierig werden. Und das ist eine Tatsache, mit der du okay sein musst. Das erzählt dir niemand, das will dir niemand erzählen, weil das eine unbequeme Wahrheit ist. Aber es ist eben eine unbequeme Wahrheit, eine Realität in dieser Gesellschaft. Und wenn du hier leben möchtest in dieser Gesellschaft, was du nicht musst, dann find dich damit ab, mach das Beste draus und nutze die Frauen, die dich an den besten Punkt bringen, die dafür sorgen, dass du die beste Version deiner selbst bist. Geil, dass du dabei warst. Kommentier in die Kommentare, was du zu dem Thema zu sagen hast, was du für Erfahrungen mit dem Thema gemacht hast. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für einen Coachingplatz im neuen Jahr bewerben, wenn du innerhalb des nächsten Jahres mehr Frauen kennenlernen willst als jemals zuvor in deinem Leben, wenn du dein Leben aufs nächste Level bringen willst, worüber wir eben gesprochen haben. Ich begleite dich auf diesem Weg, bewirb dich für einen Coachingplatz hier unter mir. Und rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir das Video gefallen hat, geil, dass du wieder dabei warst. Wir sehen uns die Tage im Video. Bis dahin, ciao.